Who's that Pokémon? It's Pokeminati. Hi! Zwei Kollektionen, zwei Pokeminaten und ein Opening. Hallo. Und obwohl die Heizung schon die ganze Zeit läuft, sind meine Hände immer noch kalt. Ja gut, aber es kommt halt das Kalte vom Verkaufshauer ein, ne? Das merkt man immer. Wenn die Tür zu ist und die Heizung läuft, ja, ist bombastisch. Aber ich hatte vorhin auch die Heizung draußen an, sogar stärker. Und dann wurde es mollisch warm und dann habe ich sie ausgemacht. Dann hat es wieder schnell ausgekühlt. Aber kann man machen nichts. Dann müssen wir einfach heiße Produkte aufmachen. Ja, die sind auch heiß. Deswegen, wir haben uns gedacht, pass auf, bevor die jetzt alle demnächst leer verkauft sind, dann machen wir nochmal zwei Belektros für uns auf. Bevor nochmal so ein Hype auf Drachenmantel kommt. Ja, weil, was ist da drin, Booster-Auswahl? Das weiß ich nicht. Zweimal strahlende. Sehr gut. Einmal Drachenmantel. Noch besser. Und einmal schaurige. Ja, damit kann ich auch. Also ist Maschala. Also viel Potenzial, um unseren neuen Card-Market. Genau. Den du unten nicht verlinkst. Den ich unten nicht verlinke. Ja, aber die Benutzersuche, Pokeminati, ne, ganz einfach. Ich guck mal, ob ich es hinkriegst zu verlinken. Hi! Hi! Ein Hinweis, wo ich gebe. Da verlinke ich. Ne, ich verlinke es da ohne. Ah, okay. Warte mal, warte. So, da ohne, in der Infobox. Ah, die Infobox, ja. Okay. In der Infobox. Ja, und natürlich, ne, je nachdem, wann das Video rauskommt, kann es sein, dass wir gerade mit einem Umzugsstress sind, weil wir, uns ja vergrößern. Wir ziehen um nach Mühlhausen. Oder ist schon wieder alles rum? Oder ist schon alles rum, das weiß man nicht. Oder wir sind sogar noch so weit, dass wir noch gar nicht umgezogen sind. Das kann auch sein. Fakt ist auf jeden Fall, oder? Zwischen dem Jahreswechsel müsst ihr halt auch, wenn der online bestelle, ein bisschen Geduld haben, weil oh ja, können schwierig werden, da aus dem Bag der Sache was rauszusuchen, nachdem wie es ist gestaltet. Ja. Deswegen werde ich den Hinweis jetzt in jedem Video mal streuen. Je nachdem, wann es rauskommt. Ja, schaurige. Reihenfolge. Schaurige, strahlend, strahlend. Drachen. Da. Also was natürlich... Elfhund ist das doch, glaube ich, oder? Das ist Elfhund. Und ich habe den Arklus noch hinten dran gemacht. Mhm. Richtige Reihenfolge, weißt du. Was gibt's bei dir, Glurak? Glurak und Shaman. Erstens. So, aber hier können natürlich auch starke alternative Artworks drin sein. Das stimmt, ja, das stimmt. Deswegen mal gespannt. Und gelbe Ränder. Gelbe Ränder ist bei Schwertenschild-Ära immer noch. So, einmal Diktri. Gar nichts. Ich stelle mir eigentlich so Karte auch ein irgendwann. Das haben ich tatsächlich eben geguckt. Lohnt sich nicht. Aufwendig und mühsam und lohnt genau, sich. Lohnt sich nicht, ja. Okay, bin ich dabei. Aber alle Einzelkarte, was quasi V, Holo und so sind, außer jetzt die neue Holo, schätze ich mal, sind alle auf dem Card-Market-Account bei uns. Ja. Und da www.pokeminati.com. Nein. Ne, natürlich unter www.cardmarket.com. Und dann auf die Benutzersuche. /de. Ja. Und dann Benutzersuche Pokeminati. Genau. Sind schon fleißig dabei. Wird auch schon fleißig reingekommen. Geil. Komm fast nicht hinterher. Aber eine Frage hätte ich dazu. Ja, bitte. Ich bin ja jetzt neue Kunde bei uns. Und ich sehe, genau, und ich sehe, dass alle Karten nur im exzellenten Zustand sind. Ja. Aber warum soll ich denn dann die exzellente kaufen? Das haben wir natürlich von vornherein so vereinbart. Die Karten haben natürlich eine bessere Condition. Ne? Die sind meistens near mint. Aber da wir keinen Bock haben zu diskutieren, richtig, stellen wir alle als exzellent ein. Sind aber locker near mint alle. Ja. Weil man einfach sage, es kann ja mal sein, dass einem eine Karte auch durchgeht, genau, die dann nicht near mint ist. Wir sind keine Grader und nix, ne? Also, ich schon, aber Kevin hat nicht. Ein Auge machen, ja, aber jetzt jede Karte noch einzeln zu beurteilen und einzustufen, ja, würde einfach, das wäre zeitlich zu aufwendig, ja. Also wir wollen halt auch die Leute, die dann die Karten bestellen, auch nicht enttäuschen, ne? Wenn die dann die Karte kriegen und... Außerdem kann man ja immer wieder nach Bildern fragen, ne? Das wird ja dann... Krill Cheetah. Man kann nach Bildern fragen, dann werden die Bilder geschossen von der Karten und dann werden die gesendet, ne? Das funktioniert alles über Card Market. Naja. Wurde sogar schon. Hab ich ein Bildchen geschickt. Okay. Und danach direkt gekauft. Weil near mint anstatt exzellent. Aber macht natürlich auch meiner Meinung nach wenig Sinn für eine 1-Euro-Karte, sich nach Bilder schicken zu lassen, ne? Ja. So, Tendenz. Aber ich glaube, derjenige wollte halt eine schöne Promokarte haben, ne? Also, sauber gerettet. Also es war tatsächlich eine Promo.
Da ging es ja am Sendering auch wahrscheinlich. Ich denke, ja, die sollte schön gesendert sein. So, so und Armand, kommt nochmal abscannen für euch. Jetzt wird's interesting, ne? Jetzt muss ich zeigen, was kannst. Alles gehört rein. Ein oder andere. Ja, immer nur für die Community. Nach Tara ist schon gedroppt. Auch mal für uns gönnen. Aus Drachenmann, ne? Er ist doch wieder in unserem Besitz, doch alles in Ordnung. Ja. Also, stimmt, das so sehen kann. So sieht es wieder zurückgekommen. Müssen wir mal reden. So, und ein Trapfel. Auch wie das zumindest du noch einen Hit rausziehst, weil sonst ist es ziemlich mau. Okay, ja, bei mir war noch gar nichts. Es sind zwei Hits bei mir, aber halt ein Holo-Hit, ne? Und ein V-Hit ist nicht unbedingt so gut. Aber ja. Ich hoffe, die Ränder gucken. Ich gucke schon die ganze Zeit auf die Ränder. Aber ich habe sie perfekt übereinander. Ränder kann schon nie übereinander decken, richtig. Kannst von der Seite, kann ich es abgeiern. Ja, ein Garhard aus immer. Weil ich gönne den hier ohne QR-Code. Man muss tippen. Aber nichtsdestotrotz, ne? Elektrobox hat trotzdem was Feines. Auch wenn jetzt nichts Großartiges rauskam. Aber das ist natürlich immer Glück. Das ist auch schwierig, ja. Also. Aber die schlechten Boxen ziehen wir immer für euch. Ja, und das ist... Ja, von daher... Gut, dann, wie gesagt, ne, ein bisschen Geduld, wenn noch irgendwie Online-Shop was wäre aktuell. Geduld. Umzug läuft und wenn der Umzug durch ist, machen wir ein riesen Turnier zur Öffnung. Das hört sich gut an. Hört sich gut an. Ja. Bin ich dabei. Macht's gut. Ciao. Tschüss. I'm a bluff, I'ma be here till the end.